Hey, und willkommen zurück zur LEGO Horizon Adventures. Wir müssen weiter in den Wald. Schauen, was uns da noch wieder erwartet. Den dritten Stein kriegen wir hier. Mein Fokus aktiviert sich. Knie vor mir nieder, Mädchen. Ich bin der Schrecken der... Oh, funktioniert das Ding? Ich bin nicht stumm geschaltet, oder? Wer ist da? Hallo? Hallo? Kannst du mich jetzt hören? Hi? Ja, ich... Ich bin der Schrecken der Sonne. Lass mich raten. Du bist der Kultanführer. Warum habt ihr Mutterherz angegriffen? Es ist bloß ein friedliches Dorf. Nichts darf sich der Sonne in den Weg stellen. Ich werde das Land versengen und ein Paradies völlig ohne Schatten erschaffen. Klingt völlig normal. Hör zu, du kriegst eine Chance. Lass die Gefangenen frei. Nein, du musst schon weiter nach ihnen suchen. Irgendwann wirst du mich finden. Und ich habe eine besondere Überraschung parat, wenn es soweit ist. Okay. Eigentlich liebte Aloy Überraschungen, aber diese klang böse, als würde sie ihr Leben für immer verändern. Du möchtest es auch wissen, oder? Wir Geschichtenerzähler nennen das Spannung aufbauen. Klar. Okay, es anscheinend doch immer andere Abzweigung. Das ist, glaube ich, die, wo wir ganz am Anfang gespielt haben jetzt. Aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Oh. Die Grase. Noch mehr grummelige Grase. Ich wäre auch mürrisch, wenn mich jemand beim Essen stört. Oh, das ist doch was, oder? Jetzt komme ich doppelt so hoch. Ja. Können wir was bauen? Es gibt bloß Steinchen, wenn man das findet. Das ist, glaube ich, gar nichts Besonderes. Das könnte ich ewig machen. Schön, die leuchtende Stelle will einen Pfeil abkriegen. Na. Das soll eine Schwachstelle. Spendwurz oder was? Wo brennt denn? Lecker. Und schon bin ich stärker. Was ist das denn für Zeug hier? Ich brenne irgendwie. Kann das sein? Training zahlt sich aus. Ich nehme dich auseinander. Was ist das für Zeug? Ich weiß nicht. Hier ist Bauteile oder so. Huch, jetzt werde ich fast ins Feuer rein. Ross sagte immer, die Wildnis belohnt Neugier. So soll es ja sein, dass die Neugier belohnt wird. Nee, diesmal nicht. Schönes andere Zeug sammeln.
Aber hier ist, glaube ich, soweit nichts. Ich glaube, das wäre egal gewesen. Ich wollte eigentlich noch weg, aber... Oieiei. Oh, ich wollte dich packen. Das hat geholfen. Du machst keinen Ärger mehr. Drehen wir eine Runde. Bin wieder Kanisterüberladung. Ah. Der Schuss da. Lebt hier noch was? Da brennt's. Jetzt brenne ich. Geht's da rüber? Da wird zwar was. Da drüben wäre zwar was, aber... Also, ob das was bringt, wenn man es niederbrennt? Wir können uns aber auch die Stiefel sparen, ne? Aus dem Weg! Na? Was? Geh doch. Echt gutes Zeug. Ich bin hier oben. Es kann doch nicht sein, dass es hier gar nichts gibt, oder? Da ist da eine Truhe. Ich bin jung und brauche das Geld. Moment. Sieht immer so aus, als ob man da noch lang gehen könnte, aber es ist nicht der Fall. Genauso wie hier. Oh ne, gibt's ein neues Gadget? Ich folge stets auf Schritt und Tritt. Was für ein Glückstag! Hotdogwagen 3? Das ist jetzt meins! Viel Spaß! Naja, zumindest gibt's dann was zu essen, oder? Ab und zu hat es mal so Stellen drin, das Spiel, wo es ein wenig ruckelt. Aber es ist minimal. Oh, ein Wrack der alten Welt. Wofür war das bloß? Was? Stiefelchen. Das bringt ja nichts, ne? Da kann man auch nicht hochklettern. Da werden wir hochkommen, ne? Okay, da gibt's nichts mehr. Ich wurde provoziert. Und ist wirklich die Frage, wie intensiv man hier nach Kohle suchen muss. Ich kontrolliere nur das Schloss an dem Käfig. Ihr funktioniert noch. Ist jeder in deinem Kult so witzig? Puh, Gefangene! Na, endlich! Ich muss den Weg freimachen! Was war das andere? Horrorstamm, ne? Was ist
das da vorne? Eine Trinkflasche mit Kultlogo wäre schön gewesen. Den treffe ich nicht. Nicht zu fassen, dass Pflanzen das Sonnenlicht fressen. Ich kann es nochmal abbrechen, ne? Rock. Wuschelig, wer hat Marshmallows? Und jetzt mit... Wow, sieh mal an. Was ist das? Ja, hüpf. So wollte ich das. Ich gebe mir das mit dem Hotdog-Stand jetzt da. Ja, warte mal, da gibt's was. Haha, na, wie war der Schuss? Nur noch Kleinholz. Mal sehen, ob ich meinen Hochsprungrekord schlagen kann. Oh, tat das weh? Stimmt. Wir halten dich ein. Oh, jetzt ist er noch dran. Ich frage mich gerade, kann ich da irgendwie wechseln? Ich dachte, ich kann den Hotdog-Stand da irgendwie bauen. Mal sehen, ob ich meinen Hochsprungrekord schlagen kann. Aber darf ich nicht? Alles klar. Du schaffst das! Alles okay? Ja, danke. Ich wusste, jemand würde kommen. Ich habe mich gefangen nehmen lassen, um sie auszuspionieren. Ich habe echt interessante Sachen gehört. Was hast du gehört? Es wurde viel über Sonnenschein geredet, was ganz nett klang. Allerdings wollen sie die ganze Welt in eine versenkte Wüste verwandeln. Aber das hast du nicht von mir. Ja, ich glaube, die finden die Sonne echt toll. Total! Die sind verrückt nach ihr. Und ihr Boss, dieser Helis, ist völlig besessen. Erzähl's nicht weiter. Aber es heißt, er hält den Weltrekord im Bräunen. Das ist gut zu wissen. Jedenfalls sollte ich zurück nach Mutterherz, bevor mehr von ihnen auftauchen. Wir werden wohl noch eine Weile rumstehen. Passt grad gut. Und dann geht's nach Hause. Zum Glück bist du hier aufgetaucht. Die Sonnenanbeter nennt man doch die dann, oder? So, kann ich jetzt trotzdem nicht weiter, ne? Ich weiß nicht warum. Aber wenn ich den Stein nehme, ist es auch vorbei. Neue Figur haben wir gekriegt. Du hast mich rechtzeitig gerettet, Eloy. Ich habe eine Verschwörung aufgedeckt. Genau hier in Mutterherz. Oh nein, welche? Jemand hat seinen Müll am falschen Tag rausgestellt. Der Schuldige versteckt sich, aber ich werde ihn finden. Genug herumspioniert, Karst. Du hast doch schon einen Job. Du kümmerst dich ums Dorf. Und jetzt, da Eloy in der Wildnis aufräumt, können wir diesem Ort wieder zu altem Glanz verhelfen. Unsere bisher größte Mission. Der große Mutterherz-Wiederaufbau. Okay, wann fangen wir an? Sofort.
Du solltest Vorräte zum Instandsetzen eines dieser Bereiche haben. Dann kannst du darauf alles bauen, was du willst. Hm, klingt ja ganz einfach. Dann wollen wir mal. Ah, das sind die Teile, die Wumba sammelt, oder? Gebäude anpassen. Was? Grundstücke anpassen? Dach? Sägezahn? Langhals? Panzerband oder? Muss ich das tun oder? Zum Freischalten 6 erreichen? Aha. Also ich sehe schon, da kann man sehr viel Kohle ausgeben. Nora-Farben ausgewählt. Lego City. Moment. Neueste. Horizon Zero Dawn. Lego City. Ninjago. Amusement. Village. Aha. Es heißt, die Kultisten haben einen Anführer. Mit richtig. Arbeiten. Ich hoffe, Val kommt zurück. Wir haben ein Outfit freigeschaltet. Und da ist doch das Upgrade-Häusler, ne? Da können wir mal nachgucken. Voll aufgeladener Bogenscharen. Okay, was gibt's als nächstes? Ein Herz. Und Schwachstellenschaden. Okay, man wird stärker mit der Zeit. Nette Beilage. Gegner, die unter Einfluss von Feuer, Eis oder Schock stehen, können... Was? Heilbeeren fallen lassen. Das haben wir schon vollständig verbessert. Fässer verursachen mehr Schaden an Gegner. Gegner bleiben länger brennend. Ich würde mal sagen, das ist schon nicht schlecht. Nichts fällt mich auf. Und den Rest sparen wir sich mal. Da ist noch nichts so Besonderes dabei, weil... Wenn man an der richtigen Stelle steht, sieht man noch die Hütte der Stammmitte. Ja, ja, schade, alles klar. Dass wir nicht hinkommen. Wal ist irgendwo da draußen unterwegs. Moment, bitte, kann ich das jetzt auch bauen? Ich kann auch bloß die Farben anpassen. Ich hoffe, jemand findet Tirsa, bevor die Kultisten zurückkommen. Was zum Bauen die Story fortsetzen? Okay. Mein Sohn hat ein gutes Herz, aber er ist noch nicht bereit. Naja, ist kein Problem. Okay, gehen wir mal weiter. Gucken, was wir jetzt machen müssen. Hast du Hunger? Ich habe dir... Noch ein Sandwich? Ach, du hast sie satt. Ich hätte Bohnen machen sollen. Natürlich nicht. Gib schon her. Das allerbeste Sandwich. Danke, Rust. Eine Seite mit Butter, die andere mit Senf. Wie du es magst. Das ist es. Wofür ich dich trainiert habe, Aloy. Enthusiastisches Kauen? Nein, für all das. Das heilige Land zu verteidigen, Menschen zu retten. Dein Schicksal enthüllt sich. Und ich bin so stolz. Aber ich habe Angst, dass du mich verlässt. Was? Warum? Das ist deine Geschichte. Ich bin nur der Mentor. Meine Aufgabe war, dich vorzubereiten. Und tja, das bist du. Komm schon, gehen wir weiter. Oh, Rust. Spiegel dir alles auf. Ich habe gar keine Ahnung, ob das Spiel Raytracing oder sowas hat. Ich habe das voll auf episch gedreht und fertig war der Lack. Da drüben geht's doch auch wohin.
Also zumindest oben. Da ist eine Kiste. Schau an. Na? Ich werde das sicher verstauen. Hey, den kleinen Zwieback sammle ich da auf. Ein Wächter. Das ist aber süß. Der Wächterscanner kann mich aufspüren. Ehrlich? Sei nicht so empfindlich. Ja, aber der kommt ja erst noch. Perfekter Abstieg. Naja, ist jetzt nicht so das Problem, oder? Oh, ja! Au. Moment. Wenig Gesundheit. Hat das... Die fliegen wir da hinterher, oder was? Echt gutes Zeug. Das Training zahlt sich aus. Oh. Zumindest kann man das abschießen. Ja, oh, das war der erste Baum, den ich leer knuckelt habe. Ja, da ist aber noch einer. Ja, in Massen könnten die doch ein bisschen gefährlich werden. Hm. Oh, die Alten haben wirklich komische Sachen gemacht. Aber es ist zumindest kein Open-World-Spiel. Man kann nur straight in eine Richtung laufen, eigentlich. Das geht nicht. Unreparierbar. Mädels. Ein Pfeil, bitte sehr. Von der Sonne getroffen. Hey. Bitte sehr! Wow, sieh mal an! Erwischt! Für die Sonne! Ja, die Viecher sind gefährlicher, ne? Wie die Idioten da. Oh, ein Polter! Oh, mir geht's nicht gut. Ich muss mich heilen. Ich hab mich geheilt. Level auf dich. Okay. Lief doch ganz gut. Jetzt haben wir, glaube ich, einen Schwachstellenschaden bekommen, ne? Kann man leider nicht nachschauen. Schauen wir mal hier. Was war's zum Baum? Okay. So was dann auch schon. Was gibt's denn? Cool, etwas Neues. Streuschussbogen. RB. Aha. Braucht man aber Pfeile dafür. Ha, ich Glückspilz. Aber den probieren wir mal aus. Oh, habe ich den jetzt dauerhaft? Ich frage mich immer noch, was das mit dem Hotdog-Stand da war. Wofür war das bloß? Okay. Oh. Wie oft noch? Die Gefangenen sollen im Käfig drinnen bleiben. Hoff lieber, dass ich nicht rauskomme. Okay. War es in dem Käfig? Der Arme wurde wohl geschnappt. Tja, passiert. So tollpatschig wie er ist.
Oh, jups. Voilà. Ha! Ich treffe! Ich auch? Das ist unfair! Ich glaube, das ist nicht immer so guter Bogen hier. Nee. Hört auf, die Scheiße noch nach mir zu schießen. Für mich gut, für ihn schlecht. Nichts als Schatten für dich. Okay. Jetzt wird's ein wenig wild hier, oder? Ich muss nach Heilung suchen. Ja. Bin wieder fit. Wollte ich das. Ja. Ha, eine Maschine weniger. Och, wie weißt du das auch? Teufel. So, jetzt ist aber vorbei mit der Blödelerei hier. Der Baum ist leer glutscht. Kein Baum hier. Ich glaube, den brauche ich ja gar nicht mehr, ne? Da kann ich bitte nicht laufen. Komm schon, Aloy! Geht es dir gut? Oh ja, danke. Danke, Aloy. Ich schätze, ich bin doch nicht so ein großer Krieger. Hey, selbst die besten Krieger stolpern manchmal unbedarft in Gefangenschaft. Was war los? Ich schlich an diese beiden Kultisten ran, wollte ihnen den Speer überziehen und hab mich in einer Ranke verfangen. Bin voll aufs Gesicht gefallen. Oh, sag's bitte nicht meiner Mutter. Ach, würde ich niemals. Du hast es versucht. Hör zu, Aloy. Du musst vorsichtig sein. Der Kultanführer Helis, er ist hinter dir her. Und er ist echt schräg. Er hasst Bäume. Was für ein Monster hasst denn bitte Bäume? Ja, die ganze Sonne hat wohl sein Gehirn verbrutzelt. Ich bin ziemlich sicher, dass er Tirsa hier irgendwo hat. Oh, wirklich? Dann holen wir sie uns. Ich wollte sowieso gerade... Na klasse, haben wir das nächste Figürchen freigeschalten. Hier haben wir noch zwei grüne Fragezeichen und noch eine Figur. Aber bloß zwei Steine, goldene, die wir noch sammeln können. Da ist sie. Tirsa, du siehst, gut aus. Rost, nein, verschwinde da los! Ich wusste, mein genialer Plan würde aufgehen. Ha! Helis 1, Rotschopf 0. Wer bist du? Ich bin Helis! Der kommt und jetzt schon. Sobald ich mit dir fertig bin, wird die Sonne über die Welt herrschen. Wüsten überall. Sonnenbadpflicht für alle. Und das Hörnchen aus. Das machst du jedes Mal so, Boss. Ich bin gerade mitten in meiner Rede. Schalt das Mädchen aus. Hey, jetzt. Das Mädchen hat einen Namen. Siehst du? Deswegen nimmt mich niemand als Schurke ernst. Ich krieg das hin. Deine Hand brennt gerade. Deine Hand brennt gerade. Halt, was? Lass sie! Lass sie! Ich brenne! Ich werde dich löschen. Aufgepasst! Ich berühre dich gar nicht.
Leute? Wir haben ein Problem. Leute! Oh, das soll wohl ein Witz sein. Leute! Hey, Leute! Rust? Mach's gut, Aloy. Ich werde immer bei dir sein. Ich auch. Hä? Ja. Nein, Rust! Ja. Nein! Rust! Und so, falls du dich fragtest, habe ich schließlich die Erzählerrolle gekriegt. Unfassbar, dass Rust tot ist. Er war doch immer für mich da. Es tut mir so leid, Aloy. Es ist nie leicht, jemanden zu verlieren. Aber ich habe das seltsame Gefühl, dass er nicht wirklich weg ist, weißt du? Du meinst, er wacht immer noch über uns? Ich spüre es auch. Ich wette, wenn du dich richtig anstrengst, kannst du sogar seine Stimme hören. Ja, ich glaube, er will, dass wir weitermachen. Die Menschen von Mutterherz brauchen uns. Aloy kehrte heim und erkannte, dass Rust in ihr weiterleben würde. Seine Geschichten, sein Rat, sein perfekter Sinn für Humor. Okay, okay, ist schon klar. Du bist noch da. Danke. Gern geschehen. Ich habe mich schon gewundert, weil ich mich nicht bewegen konnte. Aloy, ich habe trainiert, echt viel mit meinem Speer geübt, Comichefte gelesen. Ich bin total bereit, dir zu helfen, die Gefangenen zu finden. Comichefte? Was ist das? Kennst du das nicht? Oh, das sind tolle historische Dokumente aus der Vergangenheit. Irgendwann musst du mir mehr darüber erzählen. Aber jetzt habe ich etwas für dich. Das ist ein Fokus. Er hilft dir, Maschinen zu bekämpfen. Ziemlich cool. Wow, ich werde aussehen wie ein Superheld. Den muss ich testen. Allerdings will Karst wohl zuerst etwas sagen. Willkommen zurück, Aloy. Ich glaube, wir sind endlich bereit, einen der wichtigsten Teile von Mutterherz zurückzubringen. Oh, wow. Wirklich? Die Anschlagtafel. Oh, eine Tafel. Wie schön. Aber sie ist so viel mehr. Damit können wir andere um Hilfe bitten, um unsere Träume zu verwirklichen. Ja, zum Beispiel kann mir am Wochenende jemand beim Umzug helfen. Oder meistens etwas Schrägeres. Wichtig ist, dass sie Menschen zusammenbringt, die Nachbarschaft verbessert und unser aller Leben bereichert. Oh. Worauf warten wir dann noch? Das hört sich so nach Nebenaufgaben an. Gemeinschaftsaufgaben, ja, ja. Hier nennen wir es Gemeinschaftsaufgaben. Was? Jede Mahlzeit ist ein Festmahl. Das andere ist noch zu? Was? Wie viel gibt's denn da hier? Ja, leck mich doch. Okay, am Mittagstisch gegessen. 0 von 1. Nichts bringt Nono so zusammen wie eine gemeinsame Mahlzeit. Aber man braucht dafür den richtigen Tisch, einen Festtagstisch. Also lass uns einen solchen aufstellen und im Mutterherz den Geist der Nächstenliebe und Schlemmerei wieder auflegen lassen. Warum geht es dauernd hier bloß ums Fressen? Ich habe so einen Hunger. Und wo baue ich den Tisch? Wo baue ich den Tisch? Anpassen. Tisch. Du solltest hören, wie Val über seine Zeit in einem Käfig erzählt. Schrecklich. Ich glaube, ich kann es noch nicht, aber wir werden sehen. Dann machen wir mal weiter. Zwei Steinchen finden noch. Vielleicht brauchen wir erst einen Bauplan oder ich weiß es nicht. Ich werde zum ersten Mal ohne Rust unterwegs sein, aber mit einem Freund an der Seite ist es leichter. Ich freue mich schon. Weißt du, wir sind fast wie die Superhelden Hotdog Guy und sein treuer Partner Hotdog Dog. Sie haben zusammen Abenteuer erlebt, das Böse bekämpft und immer die Welt gerettet. So wie wir, oder?
schätze schon. Ich wollte nur Tirsa treffen und wissen, wer meine Mutter war. Das Böse kam so dazwischen. Das gehört zum Heldendasein. Du wählst es nicht, du wirst auserwählt. Wahl ist dabei. Wahlspeer kann mehrere Gegner. Ich habe Tirsa versehentlich Mami genannt. Das werden mir die anderen Jäger ewig vorhalten. Kann mehrere Gegner mit einem einzigen Wurf durchbohren. Einfach in eine Reihe stellen und werfen. Ich meine, die müssten sich in eine Reihe stellen. Ich weiß, dass Erzähler objektiv sein sollten, aber ich bin so froh, dass Aloy nicht allein losziehen musste, wo Rost jetzt weg war. Ach cool, man kann es tauschen. Wenn du meine Comics ansehen willst, musst du Handschuhe tragen. Moment. Ist der dann Level 1 oder so? Nee, der ist auch Level 6. Alles klar. Nee, mir gefällt der Bogen eigentlich besser, weil es halt blöder Speer da. Aber interessant, dass man die Figuren tauschen kann. Das ist Prämie oder was? Wow, was ist das hier? Nee, wirklich? Eine Brutstätte? Verarscht du mich? Ja. Muss man kein Wort drauf geben, ich sag das. Ich liebe diesen Ort. Da kann ich nichts machen. Ich gehe mal nach dem Fallen am Boden. Hier sprüht es Funken. Ich muss aufpassen. Hä? Ist das was? Nee. Du meinst die Funken da, ne? Ich muss den Strom regeln. Ob ich es mit einem Stromstoß wach kriege? Tatsächlich. Am Anfang war das aber nicht, ne? Da war das Tor zu. Das ist wahrscheinlich der Rückweg. Okay, das war eine neue. Was bringt er? Funktioniert da nicht. Ja, warum nicht? Huch, was war denn das? Einer trifft bestimmt. Ich will den Bogen gar nicht. Ja. Okay. Wieso kann ich den... Jetzt kann ich ihn aufmachen, oder was? So, aber jetzt wo keine Gegner mehr da sind. Und da bin ich empfindlich. Jetzt hat's geruckelt. Weil es neu geladen hat irgendwie anscheinend und dann bin ich abgestürzt. Was ist das? Also an meinem Rechner liegt es nicht, weil das langweilt sich ein bisschen. Also der Rechner. Ich denke, dass sie da hier doch noch so einige Probleme haben. Achso, ich habe die Schuhe nicht. Huh.
Jetzt habe ich es weggeschossen. Aber trotz allem finde ich das Spielchen eigentlich ziemlich cool. Jetzt mit der Performance müssen wir es noch ein bisschen hinbringen. Dann wäre das eigentlich sau cool. Das kann man nicht machen. Schon genug Geheimnisse enträtseln müsste. Ist das eine Tür dahinter? Ich kann auf jeden Fall durch den Schock durchschießen. Das war ja am Ziel. Oh. Nein, nein! Hat keiner gesehen. Nee, hat keiner gesehen. Also der Streuschuss, der gefällt mir noch nicht so. Wenn mehrere Gegner da sind, ja. Ross, sagt er immer, die Wildnis belohnt. Mal schauen. Aloy war erfreut, so viele Leute zu sehen, die ihre Rückkehr nach Mutterherz feierten. Es war wirklich Zeit zum Feiern. Ein Schatz für mich? War doch nicht nötig. Wir sind bloß durch die Brutstelle und das war's? Kein Endgegner von der Brutstelle? Veräppelt ihr mich? Da kann ich nirgends so hin. Geh weg. Stinkst. Großartig. Ja, du. Ne, aber wir waren drin. Okay, jetzt fehlt eine Figur und ein Fragezeichen noch. Meilenstein erreicht. Ich will hier mal ganz kurz was gucken. Ich bin 7, er 6. Naja, so kann es sehen. Schwachstellenschaden haben wir. Danach gibt es einen Bogenschaden. Und. Ah ja, wenn man 7 ist, dann kann man da wieder weitere XP freischalten. Das sollten wir dann vielleicht ein bisschen sparen, weil dann können wir das gleich wieder reindrücken. Ich weiß, sieht aus, als würde ich hier nur rumstehen, aber in meinem Kopf trainiere ich. Mhm. Rollbingo oder was? Schrägen neuen Aufgaben an der Anschlag. Oh, gratis Noppen. Buttersteine. Ich weiß immer bloß noch nicht, wo man den Tisch bauen kann. Alles zurück. Sieht nicht allzu mitgenommen aus. Mein nächstes Huhn nenne ich nach dir. Hier war ja das mit dem Tisch. Okay, ein Gebäude neu was? Gestrichen? Was meine ich mit gestrichen? Nee, nicht das. Wo ist denn das mit Anpassen? Das Gebäude kann ich nicht anpassen, oder was? Okay, das probieren wir mal ganz kurz. Danke, dass Wahr zurück ist. Halt, nee, das war ich nicht hier. Schlimmes befürchtet.
Ja, das Problem ist, wir haben momentan noch zu wenig Gebäude da. Sie werden für Tirsas Entführung büßen. Treten. Okay, wir haben zwei neue Kostüme. Der Kultistenanführer? Ehrlich gesagt, wo ist denn das zum Anpassen hier? Wie kann ich das anpassen? Dass du uns heimgebracht hast. Du bist wirklich nützlich. Oder hier gar nicht. Wahl hat sich diesen Kultisten gestellt und es überlebt. Wir haben doch da irgendwo ein Gebäude gehabt. Wo ich da was bauen konnte. Also vom Aussehen her. Kannst du unsere vermissten Freunde suchen? Ah, wenn das nicht unsere Rettung in Person... Da ist eins. Hüttenfarbe. Ich kann das gar nicht anpassen oder was oder wie? Weil ich da nichts hab? Ich hab bloß die eine Farbe hier. Was für eine Sauerei. Muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwelche schrägen neuen Aufgaben an der Anschlagtafel? Ja, da sind so einige. Das Problem ist bloß, Maschinen mit Geräten zerstören. Ach so, mit Fallen. Alles klar. Verschiedene Höfe auf unterschiedlichen Grundstücken gebaut. Gebäude neu gestrichen. Elementarbeherrschung. Ja, das ergibt sich wahrscheinlich dann irgendwann mal automatisch. Aber ich würde mal sagen, das machen wir dann in der... Oder mich gerade geschubst. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann sage ich dann schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.